Hui! Arvo! Siebse geht birg! Die Hunde sind auch langsam weg. Und da sind welche. Ja, toll, danke. Nice Cam. So. Hey Kollege. Hä? Ich hab ihn geblockt mehrfach. Okay, das war mein Fehler. Warum ein Hund im Raum hier ist, keine Ahnung. Na, da hinten sind noch zwei. Das ist ja auch immer so, hm? Jetzt haben wir Was ist denn hier los? Es wirkt, als ob die... wo ist der eine? Hä, ja, hier war doch wohl noch einer. Ganz oben ist noch einer. Ah, der ist da oben. Ernsthaft? So. Ist hier sonst noch jemand? Unten sind noch ein paar Leute. Er ist weg. Wir werden versuchen, alle zu erwischen, so gut es geht. Mit dem Bogen vielleicht sogar. Hallo? Danke. Warte. Ich mach das ja absichtlich so. Tschüss. Und da sind Pferde. Da ist einer. Boah. So. Na komm. Ich warte auf euch. Der ist jetzt oben, oder was? Ah, daneben, Kollege. Du bist der Letzte. Ist jetzt Ruhe, endlich. So. Jetzt macht's plöpp.
Und wir haben eine Sache schon mal freigeschaltet. Sehr schön. So, gucken wir mal, ob wir schnell noch Pfeile oder so finden. Wir haben ja schon das ein oder andere Gedöns rausgeschossen. Ein Artefakt der Mongolen. Vorräte, aber keine... Doch, da vorne. Hallo? Beweg dich mal! ja, nun. Da vorne ist Fix und Foxy. Na, dann rennen wir dir hinterher. Wie lange willst du? Na, da hinten in dem Gebirg. Nicht Gestrüpp, sondern Gebirg. Na, wo sind wir? Hä? Es ist unter uns, ne? Da. Sorry. Ich nehme die Abkürzung. Also gerade immer, wenn dieser Ton kommt, weiß man, dass es in der Nähe ist. Ne? Das war auch das. Genau. Und jetzt ist auch der Talisman wieder erhöht worden. Und ich streichle ja auch. Kleines Putzel. Ich wollte eigentlich hier drauf wechseln, aber gut. Uns fehlen noch zwei Bambusstände, Mann. Ein paar Haikus fehlen uns noch, zwei Schreine fehlen uns noch. Vier Säulen der Erde, fünf Inari-Schreine. Was ist denn jetzt mit Macht Inaris? Bedeutend. Okay, sehr schön. Ich wollte die ganze Zeit dahin. Einfach mal gucken. Ist ja natürlich mal wieder klar, dass ich nicht die Hauptmission mache, ne? Das ist immer so. Na, das Spiel lädt für alles ein. Das finde ich so schön an dem Spiel. Auch mal Sachen zu machen, die darüber hinausgehen, ne? Über das übliche Questen quasi. Okay. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich erkunde es mal. Vorne sind Pfeile. Böller und Munition, okay. Aber da war nicht dabei. Ich hoffe, das sind keine Mongolen, weil wenn doch, müssen wir nochmal uns um Mongölchen kümmern. Nicht, dass ich ein Problem damit habe. Aber dann müssten wir da hin. Untersuche die Stadt. Ist irgendwas los? Da hinten ist jemand. Sie rennen weg. Alter. Was haben die Leute denn? Bitte, mein Herr, sprecht mit Sota, dem Färbermeister. Finde Sota. Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Ja, das frage ich mich gerade auch. Kann er hier sein? Ist hier jemand? Sehen wir so jemanden? Nein. Finde Sota, den Färbermeister. Das sieht wie die große Färberei aus. Okay. Also doch da unten. Ja, dann gucken wir. Oh, verzeiht, mein Herr. Ich habe euch nicht gesehen. Bist du der Färbermeister? Ihr habt mich gesehen und seid weggelaufen. Ich dachte, ihr seid ein Bandit. Wenn euch Banditen Ärger bereiten, kann ich euch helfen. Sagt das unserem Oberhaupt Sota. Okay. Es hilft mir nicht, wenn die alle sagen, guck bei Sota. Ich suche nach dem Anführer, Sota.
Bist du das? Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota. Verborgen im Schnee. Dann gucken wir mal. Hier stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Bin voll dabei. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas. Nichts. Ich guck mich mal in den Häusern so ein bisschen um. Hier ist auch soweit nichts. Ich laufe einmal drumherum. In der Hoffnung, dass ich was trigger. Ah, warte mal, hier vorne ist jemand. Hier drüben. Hier lang, mein Herr. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Ich glaube, er wird uns was Interessantes sagen. Übrigens, die Farben sind schön, ne? Also dieses Blau oder Lila. Ich weiß nicht, ob es lila ist, aber es sieht schön aus. Warum so geheimnisvoll? Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Sota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Eine Leiche. Ertrunken. Also doch eine Leiche. Ich würde mal weiter hochgehen. Leinen. Da hinten ist noch was, okay. Ah, hier ist was. Kleidungsfetzen von Frauen. Blutige Handabdrücke. Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Oh nein. Noch irgendwas? Hier ist soweit nichts. Ah, da hinten ist noch ein Untersuchungsgebiet. Ah. Er will wahrscheinlich gucken, ob es eine Frau ist. Nee, hier ist nichts. Moment. Ganz blöd? Nein. Da hinten ist noch was. Der Boden ist zu gefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet. Es gibt noch einen Ort? Ist tatsächlich, ich bin noch mit dem hier hinten nicht durch. Irgendwas fehlt. Von außen nichts. Also, ich guck einmal von außen, aber hier ist soweit nichts. Ah, da oben. Okay, gut, das ist blöd.
oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Ich könnte mir vorstellen, jetzt noch da unten ein bisschen zu suchen. Ah ne, da sehe ich noch das Haus da. Dann gucken wir mal. Okay, kann man durchkriechen. Hier sind ein paar Vorräte. Wir müssen natürlich oben gucken jetzt auch. Aber hier sehe ich nichts. Ich würde mal durchlaufen nochmal. Hier haben Leute geschlafen, gekocht. Hier ist auch alles durcheinander. Hier ist nichts. Oh, stopp. Nee, durchkriechen. Okay. Nichts mehr, deswegen würde ich eins nach oben gehen. Eine Haftbombe, schön. Da vorne mehr. Brennöl. Na komm, will da runter. Danke. Und dieser blöde Vogel macht halt auch nichts besser, ne? Ich laufe mal ein bisschen nach oben. Guck durch. Nee. Ja, aber... ich soll alles durchgucken, also die gesamte Stadt durchgucken. Hä? Also manchmal ist es blöd, was zu finden. Hier ist soweit nichts. Nee. Okay. Ah. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet. Ein paar am Leben gelassen. Den Rest entführt. Finden wir raus, wohin? Da lang. Wir werden sie finden. Sieht so aus, als ob sie hier runter sind. Dann hier rüber. Sie sind dort lang. Im Schnee. Was ist das da vorne? Da ganz vorne? Oh. Spuren. Ich gehe wohl in die richtige Richtung. Aber hier liegt noch jemand. Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen und liegen gelassen. Huch. War hier nicht was? Nee. Da war es wahrscheinlich der Vogel, der mich irritiert hatte. Ich sehe zwar keine Spuren. Seht ihr die Spuren? Ich sehe keine Spuren. Vielleicht haben sie im Gehöft halt gemacht. Hm. Okay. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Mongolen. Das sind so einige. So.
Außer, dass bei ihm das Ding nicht einfach hochgeht. Der hat nichts mitbekommen, okay. So, wo er jetzt? Da außen läuft noch einer. Ne, oben läuft noch einer. Na, den kriege ich auch noch, den Typen. Es fehlen noch welche. Ach da. So, den hat's erledigt.